sind quasi jetzt gelandet und gehen jetzt an Land. Okay. Mund halten. Ja, danke. Licht ausmachen ist ja so geil. Mund halten! Das war aber eine schnelle Runde. Ja, ja, sind, auch zwei Leute, sind ja zwei Leute rausgeflogen. Ich wollte gerade sagen, das war sehr, sehr merkwürdig einfach. Ja, zwei Leute rausgeflogen und einer dann tot. Also das denke ich mal, das war's dann schon. Genau. Muss mich auch in dieser Map erstmal zurechtfinden, ne? Also, weiß nicht, wie ihr das kennt und so, aber. Ja, du kannst gerne mit rein. Nur für Kaninchen. Gerne. Ja, ich will wieder rein. Oh. Der Code nochmal? Ja, das ist das gleiche wie eben. Y, genau. ZEF. ZEF, jawohl. Da ist Mana. Mana! Ja, ich wollte immer ab und zu mal Werbung gucken, deswegen dauert es mal ein bisschen länger, bis ich Also, es lebt bei mir. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Okay, weil Nikio läuft wohl auch der Stream. Also er wird jetzt auch gleich mit reinkommen. Try again later. Na toll. Ich starte mal das Game nochmal neu eben. Nee. Die Technik. Wir sind doch keine Höhlenmenschen. Wir nutzen die Technologie. Es soll jetzt auch eine neue Karte kommen, ne? So. Hui. Auch mal neues Glück. Y. Ich gehe mal davon aus, dass Nikio jetzt auch dann gleich reinkommt. Andersrum. Y. Ach verdammt. Dann schreib das doch im Discord rein. Oder im Chat. Wenn die Chromosom weiblich ist, ich hab's. Also schreib mal das eine im Chat rein, dann hat der Schluffi zum Beispiel auch schon. Aha! Ich schreib das im Chat. Ich kann das hier anpinnen. Wie war das nochmal? Ich bin da. Ja, ist gut, Odo. Alles klar, auf der Andrea Doria. Jetzt muss er wieder so unfassbar, oder? Schnuffi! Okay, super. Schnuffi, hi! Hey! Oh mein Gott. So, können wir noch? Nikio wollte noch. Ich weiß jetzt nicht, ob Nikio jetzt soweit ist oder nicht. Wer hat da gerade meinen Namen gerufen? Was? Er hat gerade jemand gesagt, oh mein Gott. Achso, sorry. Oh Junge, bist du Vater? Quatsch, war nur ein Scherz. Solche Witze dürfen nur Väter machen. Eben nicht. Aber Jesus tut mir auch leid. Starte die Runde, Basti. Also Jesus tut mir auch leid. Starte die Runde. Okay. Die Leute, wo wir gerade dabei sind, Jesus tut mir auch leid. Weihnachten und Geburtstag an einem Tag ist auch doof, ne? Psst. Na! Signalam!
Dieses und die geben nicht weiter. Wirklich, Leute? Alter. So leicht? Ich war in einer... Ohne Witze, ich dachte gerade noch, ich stelle mich, ich mache meinen Charakter vor dir hin, dass wir zusammen rumlaufen. 5 Sekunden später tötet sie mich einfach. Ah. Egal, ich habe überlebt. So. Ich wurde nicht umgebracht. Einmal, wenn man dir vertraut. Einmal. Ja, bei 7 oder 8. Das war mega easy. Fast da mit so vielen Aufgaben eigentlich auch schon fast okay. Ach, ich weiß, glaube Niki, machst du jetzt mit, Niki? Ich finde das Spiegelei bei Scorpion noch irgendwie lustig. Wie kann ich in euren Raum kommen? Du musst auch auf den Server Nordamerika gehen und dann das Passwort, was auch im Chat angepinnt ist, angeben. Also im Discord. Komm erstmal in den Gesprächskanal 1. Genau, ich wollte gerade sagen, da ist sogar keiner. Jetzt kann man nicht reparieren. immer wenn ich dich höre, Scorpion, muss ich immer an Udo Lindenberg denken. Genauso. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Panko? Entschuldigen Sie, wann geht der nächste Zug nach Panko? Ja, ich warte auf eine Runde, bevor wir jetzt hier ewig warten müssen. Wie denn? Super Schnuffi geht's uns. Und wie geht's dir? Also, hört man Basti eigentlich wieder normal oder brummt der? Rede mal, Basti. Test. Laber. Also, ich höre ihn sowieso. Nee, du brummst wieder im Stream. Ah ja, übrigens, Falco, danke, dass du das Video hochgeladen hast, aber man hört dich richtig verzerrt, die ganze Zeit. Ja, ich weiß, es Soundtreiber sein. Ich weiß, es ist, das hört sich immer so hallend an, ich hab das noch nicht geschafft zu fischen. Wo jetzt? Bei dem Bohrer liegt er. Bitte? Basti liegt beim Bohrer. Oder bin ich ein Laserbohrer oder was? Okay. Ist wo wart ihr denn alle so circa? Unten links. Ich war gerade Benzinkanister auffüllen. Und bin dann eben dorthin gelaufen. Ich war noch in der Nähe vom Eingang. Also da wo. Ja. Ich war unten links und da war jetzt außer mir keine andere Sau. Also da war ich komplett alleine. Hatten einer irgendeinen gesehen oder so?
Nee, ich hab die Leiche bloß schon durch die Wand gesehen und habe mich gewundert, warum kann ich noch nicht reporten? Und dann habe ich aber Sven gesehen, wie der unten lang und irgendwie durch die Tür gelaufen ist. Okay. Genau. Genau, den Mana habe ich auch an der Wand stehen sehen. Da habe ich auch gedacht, hey, was machst du da? Ja, ich wollte die Leiche schon reporten, aber irgendwie ging es nicht. Und dann habe ich dich da unten durchgehen sehen. Okay, sollen wir skippen? Weil ich habe keinen von euch gesehen. Ich habe auch keinen gesehen. Okay, ich skippe. Das ist der Einzige, aber den würde ich ausschließen, da der mir ja eigentlich den Weg gezeigt hat. Wie gesagt, es ist eine neue Karte, wir müssen uns erstmal zurechtfinden. Ja, eben. Ich würde sagen, skippen. Also, ich habe jetzt geskippt. Ich würde da an eine Post einfach mal sagen, seid mal nicht so aggressiv. Luffy muss auch wählen. Oder? Nee, ja, schon. Oh, jemand hat Schwarz. Gewählt. Wir waren schwarz. Okay, da lag im Labor, ich weiß nicht, ob es ein Labor ist, auf jeden Fall eine Leiche. Ich kam von unten und Scorpion von, ist das links oder rechts? Recht links, ne? Von links, ja. Genau. Ich habe die Leiche auch entdeckt. Ich habe die Leiche entdeckt, deswegen habe ich da reported, ja. Ich habe leider nicht gesehen, wer es war. Deswegen kam auch gerade aus. Ich auch nicht. Ich war in den Kameras und habe ab und zu mal hier Grün und Scorpion vorbeilaufen sehen, aber ja, keine Ahnung. Also ich kann Scorpion so gesehen, er kam halt auch in dem Moment in den Raum rein, wo ich reinkam. Ja. Deswegen keine Ahnung. Also ich habe geskippt. Ach, wer war es jetzt? Achso, Falco ist, glaube ich, tot. Ja. Ja. Was, hast du den Chat auf? Hm? Hast du den Chat auf? Nee, wieso? Kannst du meinem Chat erklären, dass der Raum natürlich gesperrt ist? Dass wir ihn gleich reinziehen. Bitte erst in den Gesprächskanal 1 gehen, dann können wir jemanden reinziehen, aber der grundsätzliche Aufnahmekanal ist gesperrt.
What? Boah, schon wieder ihr beiden? Ja. Ich wusste es. Ich wusste es, weil Mac mir die ganze Zeit, nach Beginn der Runde jetzt gerade, die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, ohne irgendwas zu machen. Nein. Ich dachte mir, ich laufe jetzt einmal um das Gebäude rum und beobachte sie. Dann war sie plötzlich weg und ich gehe an das Terminal zum Download. Auf einmal tötet sie mich. Das war mir so klar. Ich weiß, wenn wir es jetzt wieder sind, wir beide, ist das irgendwie ein Bug oder so. Das ist der Posterbug. Ja. Aber da heißt es, alle guten Dinge sind drei, ne? Eben. Ist er denn jetzt im Sprachkanal 1, derjenige? Ja, okay, ich zieh den mal rein, ja? Ist er denn auch in der Runde? Sekunde, ich gebe mir noch schnell eine Rolle. So. Wer ist denn raus? Hans hat was? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hört ihr mich alle gut? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Im Gegensatz zu meinem Sound. Alles klar. Okay. Okay, dann leg los. Okay. Dann schießen wir los. Ja, gerade einen roten Bildschirm. Halt die Klappe, das stimmt nicht. Wer war's? Ich war's nicht. Kein mehr. Also, Schnuffi, was hast du gesehen? Beide Leichen. Und wo ist denn der Gleiche? Einer hat mich laut. Ui. Einer muss bitte den Stream leise machen. Mana, du bist es. Was, wie? Du hast den Stream auf laut oder sowas, auf jeden Fall. Nein, also den Stream habe ich aus. Dann ist dein Mikrofon zu empfindlich eingestellt, weil wenn ich... Woher willst du wissen, dass es Mana ist? Weil ich das sehen kann. Wenn ich spreche, löst Manas Mikrofon aus. Oh, ich habe den grünen Kreis, das ist immer, wenn irgendeiner spricht bei mir, aber eigentlich die meisten meinen, hat denn irgendeiner Rückkopplung oder sowas, von wenn er spricht? Ein bisschen. Hallo? Meine okay, Frage, jetzt ist es weg. Also... Ne, jetzt höre ich es wieder. Wo ist denn dieses Electrical? Weil niemand wollte halt gerade das Licht fixen. Also ich war da nicht, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich habe mal eine Ahnung, was sie meint, ehrlich gesagt. Ich glaube nichts. Electrical ist der Raum mit den Verkabelungen. Da, der, wo auch, ist ja quasi das gleiche wie auf dem Raumschiff. Ja, ich tue jetzt mal so, als wenn ich es verstanden hätte. Ich muss mir diese Map echt noch reinfixen. Ja, geht mir genauso. Ja, ne. Immer wenn ich irgendwo langlaufe, ist da eine Wand und ich komme irgendwie nicht weiter. Ja, welcome to my life. Ist echt so. Warte mal, du teste gerade noch mal. Mana, du musst immer noch dein Mikrofon ein bisschen unempfindlicher stellen, weil es löst immer noch aus. Wie stelle ich denn das jetzt wieder ein? PC oder Tablet? PC. Das Zahnrädchen unten, dann gehst du auf Sprache und Video. Und dann hast du da so einen orangen-grünen Balken und den bewegst du ein bisschen nach rechts. Ach hier. Also ich würde skippen. Aus? Ich kann jetzt auch keinen ausschließen oder so, deswegen skippe ich jetzt auch mal einfach.
weiter jetzt, oder? Warte mal. Test. Ja, löst noch aus. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Nach links müsste ich ja. Nee, nach links machst du es empfindlicher. Das war schon ganz nach rechts bei mir, deswegen. Hast du so, automatische Einstellung ausstellen und dann nach rechts bewegen. Test. Ja, immer noch. Aber ich würde auch skippen. Okay, dann skippt. Leute, kommt. Ja, der Mana steht noch schnell. Die paar Sekündchen haben wir noch. So, hast du das automatisch ausgestellt? Ich bin gar nicht mit automatisch. Da steht, da direkt über dem Balken steht Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln. Das kann, da musst du das Häkchen wegmachen, beziehungsweise das auf links stellen. Ich hab da kein Häkchen. Okay, aber gleich. Ich lebe. Wir hatten da Geschwister im Hintergrund. Also hört man die? Ah, ich dachte, man hört. Ich. Hallo? Ich dachte, man hört die nicht, wenn ich mich bin. Jetzt ist besser. Entschuldigung nochmal. Alles gut. Ah! Da ist ein Dings zwischen. Ich hab Falco gesehen, wie der jemanden umgebracht hat. Fuck you, scheiße, hast recht. Ja, gut, ich gib's zu. Ich hab ihn. Wo denn? Ich wollte gerade das. Als sie die da hochliefen, sie haben gedacht, fuck, jetzt bist du komplett. Jetzt ist Feierabend. Und ich dachte mir so, fuck, Alter, wenn wir jetzt den Weg nicht richtig schnell finden, dann sterben wir alle. Oh, Gott sei Dank. Ja, aber. Ich bin nämlich gerade bei einem und dann sehe ich nur Falco weglaufen und jemanden umfallen. Naja, ich hab Schnuffi abgeboxt hier. Also, ja, ich geb's ja zu. Ach, ich muss jetzt noch voten, dann mach ich Safe Vote. Wieso tut Blau da nicht voten? Wahrscheinlich ist das dann der andere. Da bin ich Lava mit Falco. Aber auch nur wahrscheinlich. Ja, man kann ja auch den anderen Imposter. In der Rücken. Oh, Mac, ey, warum muss sie mir da hinterherlaufen? Das ist ganz schön frech. Ja, ich hab nur gedacht, so jetzt zu feiern. Ja, das sind. Hä? Oh. Ja. Der Hassan hat das gemacht. Du bist tot. Jo. Also ich würde jetzt eigentlich eher voll auf Selbstkontrolle tippen. Ja, weiter? Ich glaube, der spricht nur Englisch. Dann soll er in Englisch reinschreiben. Me and Pink. Ich glaube, er will sagen, dass Mana ist. Ne, ich bin es nicht. Ich auch nicht.
Also ich würde sagen, da er letztens einfach dies gemacht hat, hier Skip-Boot, wo wir eigentlich voll festgestellt haben, dass es gut sein muss, würde ich sagen, es ist ein Self-Report. Ich glaub dir nicht. Und gewonnen. Basti, du musst wirklich mal anfangen, die Fresse zu halten. Ach, Walfischdreck. Sardellenpaste. Du wärst mit Eigengrütze? Ja, das ging alles damit los, dass Magpie mich erwischt hat. Ich sag's immer wieder, dass an Frauen immer zum Verhängnis werden müssen, ne? Oh, das war so unglücklich, ey. Wir müssen nächstes Mal, dass du mein... Also mein... nimmst. Ja. Mana, du hast dein löst immer noch aus. Pass mal auf, wirklich unter Benutzereinstellungen, Sprache und Video. Und da hast du ja unten diesen Empfindlichkeitsbalken und darüber steht noch Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln. Hast du gefunden? Heute, wir sind live. Das jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, das ist... Ja, okay, dann muss es halt so gehen. Da ist Mana und jetzt sind wir zum Stand. Wir sind 10. Wir sind alles dabei jetzt. Und noch ein Typ namens Jimmy. Okay, hallo Jimmy. Geil. Volle Runde, jawohl. Und los geht's. Wo? Achso, Schnuffi hat. Gepass, oh nein. Leute. Englisch? Oha. Otto Rot ist weggerannt von dort. Also Rot habe ich eben auch sehr oft einfach nur rumstehen sehen. Also Mechkai kann ich sagen, ist eigentlich... Also... Okay. Ich habe ihm geschrieben, in English or German, please, und er hat geleftet. Hört direkt raus, okay. Also bin ich raus. Also Magpie ist eigentlich eher safe, weil ich war gerade bei ihr und sie hätte mich locker abboxen können. Also die würde ich jetzt als einzige ausschließen können. Ja, und, in diesem Raum, wo wir gerade waren, da war auch so eine Tabelle, wo alle angezeigt wird. Und da hat man gesehen, dass Weiß tot ist, habe ich gerade gesehen. Also ich würde dich auf jeden Fall schon mal ausschließen und an mir sind zwei andere vorbeigerannt, das war aber nur so kurz. Die einzigen, die zuvor mir vorbeigerannt sind, sind die, wo man halt noch nicht killen konnte, weißt du, so nach 20 Sekunden ja erst und so, weißt du. Deswegen würde ich dich jetzt als Einzige erstmal ausschließen. Es sei denn, du bist geschickt und machst es erstmal nicht, ne? Dass du mich noch nicht abbaust. Wenn, töte ich direkt alle. Ich würde, glaube ich, skippen. Also, ich hätte tot gesagt, aber er ist ja raus. Ja,
es gibt das auch mal, ich hab auch keine Ahnung. Also in der ersten Runde ist ja eh immer schwierig, ne? Ja, ich erwische auch manchmal erste Runde jemanden, ne? Ja. Also ich könnte auch jemanden saven, das wäre Sam, weil der hätte mich bei Mad Bay oben die ganze Zeit töten können, aber hat er nicht. Mac kann ich tatsächlich auch schützen, weil jemand mit mir am Wochenende stand. Ja, er stand da wieder rum. Aber immer dran denken, nur ja, weil mein Tablet wieder gegangen hat, Mann. Das habe ich mir gedacht. Aber immer dran denken, nur weil man gar nicht jemanden töten kann, heißt es ja nicht, dass man es muss, ne? Ah, das stimmt auch wieder. Nur ich würde ihn für jetzt aufschießen. Ja, kenn ich. Ich hab Lila gesehen, wie er jemanden getötet hat. Echt? Wo? Ja, wo ich gerade das Licht anmachen gehen wollte, auf der Brücke. Ganz recht. Du hast als Reporter? Ja, trotzdem, ich wollte auch gerade. Also ganz ehrlich, schnell dazwischen schreien und zu sagen, ich sei es gewesen, ist ja ganz schön fies. Also Lila war es, Leute. Also, ich hab's gerade nämlich gesehen mit eigenen Augen. Also ich vertraue dir jetzt einfach mal, was wahrscheinlich ein Fehler ist. Lila hat gerade auf der Brücke, wo ich das Licht anmachen wollte, jemanden getötet. Das Ding ist Fringe, Schnuffi und Magpie. Ich wollte auch gerade fixieren und. Nee, eben nicht. Ich habe gesehen und hab reportet und da hat Mac ja schon dazwischen geschrieben. Also Fringe, Magpie und Schnuffi würde ich am ehesten ausschließen, erst recht Schnuffi, weil sie war mit mir gerade da eben, wo ich vorige Runde sie abgeschlachtet habe und da hätte sie locker Zeit gehabt. Also. Und Scorpion ist rausgeflogen. Er war sowieso tot. Ist ja nicht schlimm. Machen wir dann wurde ich auch mal für Mana. Tschüss, Mana. Okay. Bis später. Scorpion ist auch gerade rausgeflogen anscheinend. In der Räume machen. Wieso fixt das denn für euch keiner?
vorbei. Leute, ihr als Geister könnt das auch machen, ne? Nur mal zu Info. Nee, das ja, nicht. Ich hab's versucht. Das nein, nicht. Also als Geister kann man nicht fixen. Okay. Aber als Impostergeist sabotieren. Ich hab versucht, was zu machen. Also ich wurde kurz später abgeschlachtet, als ich hätte sagen können, dass MacPaw und Fringe es nicht sind, weil die zeitgleich ja irgendwie dieses eine Dingens gemacht haben da. Und 10 Sekunden später oder so wurde ich abgemuxt. Ja, so Hassan, der hat's auf mich abgesehen. Nikio ist da. Oh, Nikio! Hi, Nikio! Nikio? Bitte rede mit uns. Judas, rede! Nikio kann, glaube ich, nicht reden. Hallo, Nikio? Er redet aber wir hören ihn nicht. Judas, mach dein Mikrofon an. Hast du es auch stumm geschaltet, Nikio? Nee, stumm ist er nicht. Ich glaube nur, er hat sein Mikrofon will nicht. Ich wollte den Knopf drücken, aber es ging nicht wegen der Charge. Ich will ihn mal kurz raus und rein. Jetzt? Hallo? Okay, Nikio, kann ich. Ist Nikio überhaupt im Spiel? Nee, noch nicht. Hier ist auch nur noch ein Platz frei. Jetzt ist mein WLAN wieder abgekratzt. Oh nein. WLAN-Probleme, man kennt's. Ja, wir haben aber auch die ganze Zeit irgendwie Probleme. Bei mir meckert er nämlich auch die ganze Zeit hier rum mit der Verbindung. Wer? Internet, was sonst? Was mit dem Internet meckert? Hier, beim Stream. Okay. Dann, wollen wir dann nochmal loslegen? Ja, dann leg mal los. What wow. Fuck? Wow. Okay, das ging fix. Wieso? Wieso schnell? Ich hab keine Ahnung. Wow. Das wüsste ich jetzt auch gar nicht. Okay. Also durch Kommen sterben wir doch nicht, oder? Eigentlich nicht, nein. Besonders, also, da waren jemand, da auch so... Ist jemand gekillt worden, aber... Warum das direkt bei mir? Nee, ich hab noch so viel in meinem Kopfsensor gerade rumlaufen sehen. Also. Ja, ich auch. Da waren gerade so viele und einmal hat mich jemand getötet. Ich glaube, der Nelson hackt. Ich schmeiß ihn mal raus. Wie willst du raushelfen? Ich hab den, ich hab Nelson mal gebannt. Wieso? Ich glaube, der hat gecheatet. So Streams bleiben, passiert. Ja, ich bin mir nicht sicher, wer mich von... Hat Garados Typ mich umgebracht oder der andere? Nein. Das muss der andere gewesen sein. Ich weiß. Ach so, okay. Komisch. Okay. Ja, Nikio tut das Spiel nochmal neu starten. Und wie sieht's mit Scorpion aus? Nelson, weil der war nämlich mit mir Imposter. Und wie sieht's mit... Ist man einmal Imposter und hat die Möglichkeit, Mac zu töten? Nein! Ich tu mal Nikio aber so lange aus den Stanks wieder raus, weil er tut ja das neu Spiel machen. Nicht, dass das irgendwie Auswirkungen hat. Was mit Scorpion ist? Der, hat der irgendwas in Discord geschrieben oder so? Nee, der war mal weg. Nee, es war ja noch keiner tot. Nur ich war ja jetzt so gesehen tot, Schnuffi. Nein, mich hat auch jemand umgebracht. Ah, okay, aber, hä? Sven hat mich, glaube ich, umgebracht. Und dann nach ich sag ja, der hat gecheatet, der Typ, deswegen. Okay, ja, denke ich auch. Okay. Ja, so macht das doch aber keinen Spaß. Natürlich nicht. Da sind Leute, die einfach nur ärgern wollen. Das sind doch wirklich, denke ich mal, so. Hier, Schnuffi wurde nämlich auch gekillt.
ich weiß nicht, welcher Raum das war, aber irgendwo links unten. Okay, warte. Also, Sven kann was dazu sagen. Sven war die ganze Zeit bei mir und hat mich dann links unten langlaufen sehen. Okay, wir waren Falco, Schnucki und ich waren erst Leitzwixen und dann bin ich raus. Schnucki ist nach rechts abgehauen und Falco und ich sind dann nach unten. Genau, nach okay, unten. Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe euch drei nämlich gesehen, die Türen waren zu und ich habe nur gesehen, dass Schnucki halt rauskam. Genau. Und eben dahin gegangen. Und Sven und ich sind dann halt nach unten. Ich glaube, er wollte nach rechts, bin auf jeden Fall nach links und dann hoch in den Raum und da lag halt so ein, ich nenne es mal wieder Schinken, da lag halt so eine Leiche dann da. Ja, Magpie auch gesehen, ja. Und du kamst mir, Schnucki kam mir nämlich entgegen. Also Sven würde ich auf jeden Fall schon mal ausschließen, also. Okay. Und ich kann jetzt so sagen. Falco und Schnucki weiß jetzt nicht, wo die nach rechts abgehauen ist, aber Falco. Ja, sie kamen mir entgegen, weil die Türen waren nämlich zu. Ja, dann kannst du. Ja, genau. Ich habe euch drei nämlich gesehen, aber ich habe nur gesehen, dass halt Schnucki mir entgegengekommen ist, aber ihr beide nicht. Ja, so Sven würde ich auf jeden Fall ausschließen und ich habe auch. Falco und ich haben beide die Türen die ganze Zeit aufgemacht. Da waren mit Light waren da drei Türen, die wir aufgemacht haben, um runterzukommen. Naja, ne, und als sie dann unten war, da habe ich niemanden anderes gesehen. Also ich weiß nicht, ob Sven noch jemanden gesehen hat, aber ich habe da niemanden gesehen. Okay, ich bin ja direkt mal an den Schaltkasten und keine Ahnung. Ich sage es war Magpie. Das kann nicht sein, ich war nicht mal da in der Nähe, aber ist egal. Ich glaube nämlich eher, dass die beiden das sind. Na, ich würde ehrlich gesagt skippen, weil solange ich da niemanden gesehen habe, also. Ich fand das sehr merkwürdig, dass die beiden auf einmal weg waren. Wir waren die Hälfte des Spiels die ganze Zeit aufeinander und Stuffi auch. Wir waren mit Türöffnen beschäftigt. Ja. Okay, ich habe direkt am Anfang, wo wir da rauskommen, alle. Ich sag was zu Magpie. Eine Leiche gefunden. Nein, ich war das nicht. Ich habe nämlich unten da dieses Benzin geholt. Habe dann da oben am Anfang, kann man ja das dann hier auffüllen. Und wo ich auf dem Weg zurück war, für die anderen Sachen dann zu befüllen, lag dann da halt Falco. Tot. Aber
Ich habe keinen gesehen, aber das wollte ich gerade sagen, bevor er rausgegangen ist. Grün war nämlich sehr seltsam. Er war nämlich da unten bei den Schleusen halt, ne? Der wollte halt die ganze Zeit warten, damit ich mit ihm halt in einer Schleuse war. Zeig uns doch Magpie. Ich bin es wirklich nicht. Wenn Basti das sagt, ich glaube Basti ist das. Das ich bin rausgeflogen, nur mal so irgendwo. Das Ding ist, also ich bin, ich kann von mir aus sagen, ich bin. Dann ist es Sven. Aber Moment. Aber Schnuffi war mit mir schon dreimal Lightsfixen und Basti habe ich auch unten an dem Wasser gesehen. Die einzige, die ich bis dato nicht gesehen habe, ist eben Mac. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich war da unten, also unten rechts, wo diese auch diese Schleusen sind, wo man diese Türen aufmachen muss. Ja, natürlich, aber du kannst mir jetzt natürlich Geschichten erzählen, aber ich. Ja, ihr könnt alle Geschichten erzählen. Ich habe halt nicht gesehen, deswegen. Aber ich war eben schon mit Basti öfter zusammen und da hätte ich ihn ja auch umbringen können, habe ich aber. Dann war's vorhin. Ich weiß also Basti, bei Basti ist irgendwie jeder das. Ich sag laut meiner Vermutung, ich sag auch, dass es Mac ist. Okay, dann mach das. Ja, mach ich auch. Ich bin es nicht. Ich bin es wirklich nicht. Aber spätestens, wenn sie jetzt die falsche ist, haben wir sowieso verloren. Sven? Ich glaube, es ist Schnuffi. Ja, das war Schnuffi. Was? Ohne Witz, in der Runde eben, als ich draufgegangen bin, da hätte ich Schnuffi hundertprozentig ausgeschlossen, weil sie mit mir diesen einen Alarm verhindert hat. Sie hat es oben links gemacht und ich oben rechts und dann kam sie als Einzige mir entgegen. Hi, Nekio. Also, dass sie jetzt tatsächlich Imposter war, überrascht mich hart. Ja, mich überrascht das auch. Deswegen also, bin ich halt aufgegangen, dass sie es nicht ist. Also, good game, Schnuffi, ich weiß nicht, also das ist echt. Also, sie hat mega den Alarm. Also von links, ich habe das extra kontrolliert, da war kein anderer und sie kam entgegen und da war niemand anderes und sie, ich habe das halt oben rechts gemacht mit dieser Hand und sie oben links und deswegen hätte ich sie zu 100% ausgeschlossen. Bin halt gut, das stimmt. Hätte ja. Ich auch nicht erwartet. Ja, und ich mache für sie noch ein Geburtstagsvideo, unsere Anzeige ist raus. Nikio, irgendwie dein Mikrofon will immer noch nicht, oder weil sie auch die ganze Zeit dein Dings auf Dauer senden, ist dein Mikrofon. Ich glaube, er hat eher Probleme, weil irgendwie sein Internet funktioniert nicht so ganz. Ach, immer diese Kinder auf dem Land mit dem scheiß Internet. Oh, ey, was soll das jetzt heißen? Moment. Warte, ich bin immer noch nicht im Aufnahmekanal. Oh, du bist bei mir. Jetzt bist du im Aufnahmekanal wieder. Nikio? Doch, bist du. Und hallihallo an alle Leute, die gerade in den Chat kommen. Hallo. Und ich kenne das selber. Ich war selbst so ein Kind mit so scheiß Internet. Ich glaube, Nick hört eher Discord-Probleme. So, meckert denn das Ding ist immer noch wegen dem schlechten ja, Internet? Ja, immer irgendwas mit der Bandbreite. Jetzt ist es doch auf grün, ne? Genau. Ja, jetzt ist es auf sehr gut, aber. Weißt du, woran das liegt? Mein Windows 10 hat das Funktionsupgrade gezogen. Das weiß ich schon, was mich gleich nach dem scheiß Stream erwartet. Nicht der scheiß Stream, der Stream, aber ich weiß schon, was mich gleich erwartet. Nämlich große Hand hier, um Einstellungen wieder zurückzusetzen, weil Windows 10 scheiße ist. Wisst ihr, was ich meine? Ist doch egal. So, wollen wir jetzt nochmal, oder? Ja, klar. Na dann. Oh. Ich hab Zeit, aber du musst länger machen, Malte. Wie lange habt ihr denn vor, heute zu machen? Keine Ahnung. Arsch. Ja,
sind auch einfach so viele. So, ich habe hier vor meinem Aim unten, ich weiß nicht, wo das ist, links gefunden, in der Nähe von Electrical. Okay, ich war die ganze Zeit mit Mano unterwegs. Oben von Medbay bis nach unten, den Baum, wo du dieses Köpfchen drücken musst. Kann ich bestätigen, denn war die ganze Zeit bei mir. Oh, und Magpie ist auch tot, sehe ich gerade. Ja, deswegen habe ich ja gerade LOL gesagt, weil zwei weg sind. Können wir Magpie schon mal ausschießen. Aber wenn wir jetzt keinen rausmuten, verlieren wir. Wieso? Naja, sobald noch einer geklickt wird und bei zwei Impostern sind wir weg. Wenn wir den falschen rauswählen, natürlich auch. Ja, ich war glaube ich mit Sven eben noch unten rechts in diesem, ich weiß nicht, ob das das Labor war oder so, ihr wisst ja, dass ich die Namen noch nicht so im Kopf habe. Ansonsten, weiß nicht, Stufi habe ich mal gesehen, Fringe, weiß nicht, also der Einzige, der mir halbwegs suspekt wäre, wäre wieder Mana, aber weiß nicht, ist nur so ein Gefühl irgendwie. Ich kann ja kaum an. Ich bin mit Sven unterwegs, also bei zwei Toten, keine Ahnung. Ich würde auch wieder fast auf Snuffy tippen. Nach der Aktion eben auf jeden Fall. Ne, ich weiß nicht, also. Also Mana und Falk kann ich wirklich nicht ausschalten, weil die waren wieder unten in diesem komischen Labor oder so. Ja, genau. Also meinst du eher Sven? Nein. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, aim left, left permanent. Ja, der war sowieso tot. Ich will jetzt auch nicht skippen, weil wenn wir dann verloren hätten, dann eventuell. Naja, das ist. Ja, ich skippe auch. Also, ich hab keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal aus Prinzip auf. Einfach weil sie letzte Runde so diese Aktion gebracht hat, einfach auf Schnuffi. Ne, ich skippe lieber, ich weiß anderen, nicht. Weil Falco und Mana kann ich halt wirklich ausschließen. Sonst habe ich keine Ahnung. Ich kann mich auch ausschließen, auf jeden Fall. Ja. Wow. Ach, was. Zeit zu sterben. Boah, Basti! Ich Ausdauer wusste machen. Es! Ich war im Chat am Schreiben, dann geht's mir. Ahnt, ey. Wow, ich hab Zeit zu sterben. Hast du mich jetzt im letzten Moment noch gekillt, oder was? Ja. Weil die Todesanimation kam gar nicht mehr bei mir. Ja, was, ich musste mal ein bisschen lässiger rüberkommen. Hatte ich mal Bock drauf. Ja. Willst du kurz gucken, was er da immer aufklappt? Was? Was hier? Was schreibt er denn? Ich will einfach gucken, bevor ich das erklärt habe. Lass mal gut sein, ist okay. Okay, Schnuffi ist kurz weg, die ist futtern. Ja.
Dann haben wir jetzt eine weniger, um sie zu beschuldigen. Das ist jetzt echt nicht cool. Also haben wir richtig gelegen, die guten Worte wieder. Tja. Hm. Kaum zu glauben, dass eure Lobby sonst immer voll war mit 10 Leuten, dass ich gar nicht mehr rein konnte. Ja, wir hatten eben noch 10 Leute, das war das Krasse. Heute ist auch Freitag, ne? Ja, das kann auch sein. Ja. Dann starte! Ja, doch! Mit 5 Leuten, ich bin mal gespannt. Aber auch gestresst, der Bianca ist gestresst. Ich verstehe nicht, wieso du dann immer stundenlang warten musst. Der hat einen roten Bildschirm. Ich auch. Rechts auf einmal. Und, also wir müssen jetzt voten, weil sonst aber verloren, weil also, wenn noch einer stirbt. Die Leiche. Sven, du bist es. Sven, du machst gerade Self-Report, weil Magpie hätte mich umbringen können. Ja, eben. Nein, definitiv nicht. Glaube ich aber auch. Okay. Aber okay. Wenn du dir sicher bist, Basti, ich bin. Danke, Bianca. Ach, komm schon! Ja, ey, das ist genau, ne? Basti, eigentlich hättest du es dir denken müssen, weil ich gerade mit die ganzen Dingen an dem. Stimmt. Hast du recht. An den beiden Dingern oben. Hast du recht, stimmt. Geil. Diese kleine Schlawinerin, ey. Heute sind die Frauen hier in der Übermacht, oder Stuffi zum Beispiel. Ja, ich finde es auch mal gut, dass ich heute auch mal Imposter bin. Okay, Flickio versucht es jetzt nochmal. Boah. Das klingt gut. Nikio, wir hören dich. Okay, cool. Du musst wohl leise was machen, wenn du irgendwas laut hast. Okay, Jetzt starte ich nochmal schnell Among Us. Service auf Afrika, oder? Nordamerika. Was geht mit deinem Mikrofon? Steckst du in einer Blechdose oder was ist das? Keine Ahnung. Als würdest du in der Telefonzelle stehen, falls das noch einer kennt. Ja, wahrscheinlich ist mein Internet einfach komplett schlecht, weil in letzter Zeit, da kann ich gerade mal Videos auf 144 Pixel schauen. Aua. Und trotzdem lag noch. Schick. Aber das hatte ich eben aber auch. Ich konnte eben, wenn ich YouTube-Videos geguckt habe, die nicht auf so auf die beste Qualität gucken. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht hat YouTube im Moment da deswegen Probleme und deswegen merkt auch die Qualität. Kann sein. Oder es liegt ja an dem Switch, den du jetzt. YouTube an sich, glaube. Halt, es war auch bei Genshin Impact so, bei Honka Impact. Bei anderen Online-Spielen. Okay. Also, hat sehr viel länger geladen als sonst. Und ich habe 60 Megabyte
in 20 Minuten runtergeladen. Das wäre sonst in... Nikio ist es. Sicherlich. Wenn viel mit den Lichtern passiert, ist es Nekio. Also, ich habe die Leiche da gefunden. Also, ganz unten sind ja so zwei Räume. Und im unteren schießt man Meteoriten ab. Bei dem oberen von den beiden. Also in der Nähe von Cafeteria. Also ich habe eben Wolfie gesehen. Die ist auch... War auch eine Zeit lang bei mir. Aber... Also ich war gerade Admin und Sven ist hier entgegen. Ich glaube, das ist da, wo man entgegengekommen ist. Also ich habe Nikio auch kurz gesehen, aber der ist wirklich nach unten gelaufen, das habe ich gesehen. Mhm. Nur ich weiß nicht, wohin nach unten gelaufen ist. Also Nikio habe ich gesehen, als ich Geiz gefickt habe. Also ja, ich glaube, das ist während die Lichter aus waren passiert, weil ich schätze, der liegt da noch nicht lange. Obwohl, das könnte auch sein, dass er da schon länger liegt, weil das Match auch schon länger geht. Also, ich würde sagen, ich skippe, weil ich keine Ahnung habe. Ich skippe auch. Ich skippe auch. Ah, alles klar, Wolfi. Genau. Ohne jeglichen Grund. Wolfi ist es. Warte, Marco, irgendeiner hat noch irgendwas an. Ich höre die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund laufen. Also, ich weiß nicht. Ich könnte es vielleicht sein, aber... Bei Sven ist ein Dauerlesenten. Okay, ist aber egal. Weiter. Wolfi war es nicht, weil die war die ganze Zeit bei mir. Ich habe die Light gefickt. Also als einziger. Also dann bleiben eigentlich nur Mana und Sven in Frage. Ich habe keine von den beiden gesehen. Also Sven war eigentlich bei mir wieder, also in der Nähe zumindest. Ich habe kurz gesehen.
Sven? Ich war unten bei dieser Antenne, wo du diesen Weg finden musst. Und. Ja, wir hören dich auch nicht, Sven. Bei dir hängt man irgendwie nur das Dauerrauschen. Ich will mal kurz raus und rein. Das macht keinen Unterschied. Ah, jetzt ja. Jetzt höre ich mich wieder. Okay. Also wie gesagt, Mac habe ich gerade umgebracht. Was? Ah, hast mich schon verstanden. Also es würde in mein Schema passen, ja, aber nein, habe ich nicht. Sven. Warte, wir haben ja keine Beweise erstmal. Also, ist Sven von der Leiche weggelaufen oder kam er zu der Leiche oder ich so? Ich kam gerade hin. Ich bin von dem Raum, wo dieser Baum steht, runter aus dem Ausgang raus und wollte dann noch rumlaufen. Okay, ich habe immer noch keine Ahnung. Ich skippe. Ja, dann verlieren wir sie noch. Also, warte mal. Mana stand aber unten an diesem... An dieser Antenne stand ich. Da muss man den Weg finden. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob er jemanden dort gesehen hat. Ich habe nur Sven kurz da gesehen. Das war ich, bevor ich die Karte gestartet habe. Okay. Das war wahrscheinlich, keine Ahnung, ob nachdem ich sie gefunden habe, bevor ich sie gefunden wurde, wie oder was. Also ich habe keine Ahnung. Hey, warte. Warum ich? Hä? Warum wurde ich nämlich? Ich hab nichts gemacht. Ich habe Sven gewählt. Ja, nee, das war so. Wolf 4 und 5 haben nichts. What the fuck? Ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe Sven nicht gesehen, dass er mich umgebracht hat. Also ich habe gesehen, dass Orange mich umgebracht hat. Aber er war orange. Nicht mehr. Er ist auch orange mit seiner Gasflasche. Ja, mich hätte Nico umgebracht. Nico, mir ist ein Schema aufgefallen. Erstmal bei dem allerersten Mal, wo wir gespielt haben, also nicht letztes Mal oder heute, sondern er hat auch so ein paar Minuten. Ich bin mal die ganze Zeit mit mir rumgelaufen. Ich dachte, der ist safe. Und dann macht er eiskalt den letzten Kill bei mir. Ja, pass auf, und als wir das allererste Mal zusammen gespielt haben, da hat er auch so ein Schema ausgepackt, was er auch gerade eben bei mir ausgepackt hat. Erst killt er mich ganz komplett ohne Hemmung und ohne Skrupel, dann haut er durch einen Notausgang ab, durch einen Gullideck oder sowas. Dann läuft er einmal quer um die Karte rum, geht wieder zur Leiche und dann reportet er. Ja, das mache ich gerne, weil das fällt dann nicht auf, also kein bisschen halt. Weil dann sehen die, ja, er ist mit mir zur Leiche gelaufen, also muss er safe sein. Deswegen, ja, auch wenn man zur Leiche läuft, ist diese Person nicht unbedingt safe. Ja, aber es ist eine gute Taktik. Ich denke, die weißt du halt. Basti. Ich hatte mich nur mal kurz umgebeutelt. Ich habe jetzt einen Wikinger-Helm. Ja,
Okay, Mana lag gerade direkt neben Storage. Ich glaube, es ist Schnuffi, weil sie hat eine Task viel zu lange gemacht, diese Download-Task. Außerdem ist der grüne Balken nicht nach rechts gegangen. Wo lag Mana? Direkt neben Storage und so einer anderen. Okay, weil ich habe ihn da stehen sehen und Schnuffi kam nämlich von rechts aus dem Haus, wo ich nämlich reingegangen bin. Und da lag die Leiche, oder was? Also ich finde Schnuffi verdächtig, ich will sie. Ich auch, weil ich habe die nämlich aus dem Moment da reinkommen sehen. Ich kann nur sagen, ich war in den Storage drinne, habe den Kanister aufgefüllt, bin rausgegangen und da stand Mana noch. Und als ich wieder zurückgegangen bin, um den zweiten Kanister aufzufüllen, war er drin. Und als ich da hochgelaufen bin, ist mir nur Falco entgegengekommen. Wo kam ich dir entgegen? Das ist das, was ich sagen kann. Ich will jetzt nicht kurz, ich will mich jetzt nicht kurz beschweren, nur Stufi hat geschrieben, sie guckt im Stream. Die cheatet. Naja, wenn sie jetzt sowieso alle gewählt haben, ist sie sowieso raus. Ich kann nur skippen. Ich hab, wie gesagt, Teppich daran. Ich kann nicht skippen. Bitte. Ja, den Stream anhaben, aber leise. Hm. Hä? Moment, warum hat Stufi. Warte mal. Hallo, willkommen, Zeldas Ritter. Wieso hab ich keine Auf? Sieg! Ich hab's gewusst, dass Falco es ist. Ich hab's gewusst. Ja. Ah, war halt immer am Ende. Ich wusste es. Aber die meisten wussten es halt nicht. Ja, und ich finde das gerade echt nicht cool, dass Schnuffi gecheatet hat, weil sie hat reingeschrieben, Wolfi, ich hab dich im Stream gesehen. Das finde ich ehrlich gar nicht mal so cool. Das erinnert mich an diese Momente, wo ich Public gespielt habe und immer diese Leute gesagt haben, der und der ist es, mein Freund auf Discord hat mir gesagt. Ja, das ist blöd. Also, man kann ja den Stream laufen lassen, aber vielleicht einfach den Sound aus und nicht hingucken. Immer wenn ich mit Freunden Public spiele, dann mute ich mich und wir verdächtigen uns meistens von Grund aus selber, weil das macht man ja so unter Freunden. Der beste Freund ist es immer gewesen. Okay, wenn du es nicht nochmal machst, kann ich damit leben, aber nochmal und du fliegst raus, okay? Auch wenn ich es sehe, du sollst es am besten gar nicht sehen, die Nase. Macht ja das ganze Spiel auch gar keinen Sinn. Ich habe den Stream zwar auch laufen, aber auf lautlos und ich habe das Ding auf Vollbild hier, also ich krieg da überhaupt nichts mehr. Ja, ich habe das auch an der Stream, aber halt, also besser gesagt im Chat, wenn da wieder Leute Ärger machen. Aber guck mal, trotz Cheaten haben Wolf und ich gewonnen, das ist auch eine Leistung. Übrigens, es soll wirklich eine neue Among Us Map kommen. Ja, hab ich auch schon gehört. Och, Mann.
Okay, wer war's? Ich glaube, niemand, wenn jemand im Porto wäre, würde ja zugeben. Man kann es versuchen. Don't, schreibt Wolfie. Ja, aber ich will ja euch. Ja. Also, ich habe keinen gesehen, wenn das weiterhilft. Ich auch nicht. Ich war im Kern, aber. Also ich war unten links und da war keiner, keine Sau war da, also ich war da komplett lost. Okay. Also ich müsste skippen, wenn ihr genau wollt. Also. Ich skippe jetzt einfach mal. Okay, ich skippe auch. Zeldas Ritter sagt er was. Ich kann es nicht sagen, wer es war, keine Ahnung. Sie hat kein Discord und ich glaube, die darf kein Discord. Nee, die ist noch nicht 18, die ist 14 geworden. 13, okay. 13, na gut, da würde ich auch aufpassen in den sozialen Medien, Alter. Das kann ich verstehen. Als ich 13 war, gab es noch ICQ. Ach Gott, der eine. Au! ICQ, hör mir auf! auch noch. Er hat es noch nicht gewotet. Da gab es noch nicht mal MySpace. So, jetzt geht euch jung. Schnuffi, voten! Mittlerweile ist er sogar Skype out. Sag das mit meinem Arbeitgeber. Ich benutze Skype noch, aber ich meine, zu der Zeit damals, da gab es noch nicht mal MySpace, denkt mal drüber nach. Also Schnuffi könnte ich schon mal ausschließen. Sie war gerade mit mir eine Zeit lang beim Boiler, stand da ja, irgendwie und... Ja, sie hat Electrical gefixt, also Lights. Also Schnuffi war wie gesagt beim Boiler und da hat sie sekundenlang nichts gemacht und so. Und dann bin ich nach oben und dann ist sie weiter nach rechts abgehauen und also Schnuffi würde ich auf jeden Fall ausschließen. Es sei denn, sie ist wieder so... Sie ist wieder so... Es sei denn, sie ist wieder so ein Frechdachs, ne? Atmen. Also rein technisch gesehen würde ich sie ausschließen, aber sie ist ja so eine kleine Schlawinerin, ne? Wie wir mittlerweile festgestellt haben. Also. Also ich habe die Leiche bloß gefunden, die muss wohl nach dem Reaktor fixen. Die lag da nämlich da in der Nähe, oben bei dieser Antenne, also nicht oben, sondern unten. Ah ja, okay. Da war ich gar nicht, also ich war unten im Bereich überall unterwegs. Ich habe dann auch keinen weiter da gesehen, also. Da ist auch so ein Loch in der Nähe, keine Ahnung, da kann er bestimmt rein, wa? Ja, klingt nach Safe Report, wa? Jo, ich denke auch, sag auch mal nach. Das war ein Witz von mir, keine Ahnung, also. Nein, ich skippe. Ja, ich auch, sicher. Wie gesagt, ich hab keinen weiter gesehen, also. Und wehe, Wolfi hat mich schon wieder gewotet. Dann würde ich fast auf Wolfi dann das nächste Mal tippen.
Warum ich? Okay, wenn so schnell reported war, dann muss man doch den Mörder gesehen haben, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe Anfang Stufi und Wolfi einige Male gesehen. Da konnte man aber nicht umbringen, denke ich mal. Und Stufi habe ich dann zweimal später gesehen. Ja, Maler meinst du? Ja, hat Stufi geschrieben. Ja, ich würde Stufi wahrscheinlich auch schließen, weil ich habe anfangs Wolfi und Stufi viel gesehen. Da, nach meinem Zeitgefühl, würde ich sagen, konnte man noch nicht töten. Stufi mit deinem Spieler nochmal gesehen, sie hat nichts gemacht. Also, was anderes würde ich jetzt irgendwie, weiß ich. Also, muss halt Mana sein. Sagte der Imposter. Okay, wenn Stufi das sagt, dann vertraue ich mir einfach mal. Ich sage immer Mana. Ja, eindeutig. Oder es ist Schnuffi und... Echt ein Level mit dir. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber Stufi will ich schon mal ausschließen. Die ist mir die Hälfte der Zeit in der gelaufen. Ich habe die ganze Zeit Lights gefixt, weil Schnuffi ist die ganze Zeit gekommen und dich habe ich nie gesehen. Also, es war unten bei den Rädern, also in der Nähe von diesem einen Baum, also weiter runter, also ganz unten. Das Ding ist, Schnuffi würde ich auf jeden Fall ausschließen, weil sie mit der Hälfte der Sentinelle gelaufen ist und wie die fast immer, also wir waren eigentlich immer allein in einem Raum. Ich bin es nicht, also würde ich da sagen, dass du das bist. So. Okay. Nekio ist es. Und ich vote
dich, Falco. Naja, weil ich jetzt irgendwann einen Feind jetzt drin hast. Ich weiß auf jeden Fall, das musst du sein. Oder Schnuffi war geschickt genug und hat extra nichts gemacht. Also, ja. Sie ist mir echt in der Zeit hinterhergelaufen und ich war fast immer mit ihr mal in einem Raum. Öffnet und schließt die ganze Zeit Türen. Oder schließt. Ja, weil ich beim Labor war und dann musste ich da unten links. Also ehrlich gesagt, ich habe zwei Aufgaben, die ich ehrlich gesagt nicht schicke. Wisst ihr, ich würde nie direkt das Licht aufmachen, weil ansonsten hast du nichts davon, weil der Kill Cooldown auf 30 ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie man das Licht ausmacht oder wo. Ernsthaft, ich weiß nicht mal, wie man sabotiert. Ey, wenn ich glaube, dass ich der Imposter bin, dann habt ihr aber echt eine Schramme, ey. Ey. Ja. Ich wusste es! Direkt mit dreckige Lache. Ja, ich hab auch gesagt, dass es nicht Q ist, mein Schluck. Ey! Ey, dass ich das noch holen konnte. Ey. Hättet ihr auf Knuffi gehört? Hättet ihr auf Knuffi gehört? Weißt du, das kann man ja als Tote einem Foster immer noch machen. Ja, hättet ihr auf mich gehört? Ich decke Schnuffi noch mit meinem vollsten Leben und was macht sie? Sie votet gegen mich. Alles klar, beste Frau. Ansage ist raus. Ey, Schnuffi, ey. Also ich bin eigentlich eine ziemlich schlechte Imposter, also ja. Das ist auch geil, weißt du, sie ist der Imposter, was macht sie? Das ist auch geil, weißt du, Nick sagt schon, Schnuffi ist einmal der Imposter, was macht sie, kriegt mich als erstes, dann ist sie mal nicht der Imposter und votet gegen mich. Das ist echt eine gute Frau, ich merke das schon. Ja, ne, also ich, das wäre jetzt so offensichtlich gewesen, dass ich es bin, aber... Ja, okay. Ich konnte Schnuffi hundertprozentig ausschließen, sie wusste auch, dass sie es nicht ist und ich meine bei dir, also... Besonders, Mana tut nämlich immer Selbstreport machen. Mhm. Ist das euch aufgefallen? Jedes Mal. Und Support, wenn der einen umbringt, macht er das. Ich will nicht immer verklicken, ich will noch. Nee. Und du bist sehr auffällig gelaufen. Ich hab nur gedacht, so, der bringt mich jetzt um. Und zack, war ich tot. Schuhe schreibt gerade, sie hat mich nicht gewotet, sie hat mich selbst gewotet. Aber ich hab mich selbst gewotet. Ihr macht mich durcheinander. Ich hab in Nico gewotet. Ich bin schön wieder zurückgekommen, Mackie. Das konnte ich nicht anders. Ich habe einen roten Bildschirm bei Bianca gesehen. Das sagst du jedes Mal. Ja, okay, jetzt ist für das ein schlechter Witz. Okay. Nee, finde ich gut. Direkt bei Camps. Zwei. Also, halt direkt halt über dem Raum, weil als ich hochgegangen bin, war das Licht aus, vielleicht konnte ich deswegen den toten Körper nicht sehen, aber als das Licht gefixt war und ich zurückgegangen bin, lag da eine Leiche. Ja, also ich war ja mit dir und mit Basti halt ja da, dass das Licht da anmachen. Ja, also, Romana oder... Sven ist, keine Ahnung. Wir waren in Medbay. Ich weiß gar nicht, wer ist denn da mit mir mitgelaufen? Irgendeiner ist mit mir das mitgelaufen. Das war ich. Gut. Siehst du? Also ich war zuerst da in dem Raum, da diese... Aber... Dieses komische Thermometer oder was das ist einstellen, wo du nur 37 Grad einstellen musstest. Und dann bin ich zu den Reagenzgläsern, hab das gemacht und dann zum Scanner und da hab ich gewotet. Also, hier. Wie heißt es? Mann! Reported, meinst du? Ja. Ja. Also Mana war die ganze Zeit mit mir da in dem Raum. Also dann könnte es halt Basti sein, weil ich und Magpie sind miteinander zu Electrical gelaufen. Genau. Also wir waren ja auch da. Also ich bin da rein. Hab dich gesehen, war aber da bei den Kameras. Dann sind wir ja zum Licht gelaufen und da war Basti. Der kam dann ja in dem Moment rein. Ich war aber auch mit beim Lightfixen mit dir. Mit mir und Nikio. Okay, aber wir müssen jetzt jemanden voten, weil ansonsten haben wir verloren.
Nikio hätte die Möglichkeit gehabt, mich zu töten, weil er war wirklich sehr nah bei mir. Ich habe nur Nikio und Basti gesehen. Ich habe keine Ahnung, ich kann nichts sagen. Es kann natürlich sein, dass auch Mana und Garados typisch sind, ne? Ich sag Es kann aber auch genau sein, dass du und Nekio es sind. Ihr könnt euch genauso gegenseitig. Ich kann auch sein, dass. Ich vote Basti. Ich auch. Ich sag Magpie. Ja, komm. Ich würde sagen, Basti und Magpie sind. Platsch. Yes. So, also ich habe mit Sven das Licht. Nikio war's. Ich habe ihn gesehen. Lass mich aussprechen. Ich habe dich gesehen. Ich war mit Sven das Licht fixen. Und dann bin ich zu Vitals gegangen. Weil irgendjemand muss ja tot sein, ne? Und dann habe ich Mana tot gesehen. Also bei Vitals stand, dass Mana tot ist. Habe nach seinem Körper gesucht. Und dann war auch ganz unten. Du kannst mir viel erzählen. Und ich habe Sven gesehen, deswegen würde ich sagen, du. Also, ich habe zwar, das mit Lichtfix und so weiter stimmt zwar, ja, aber ich habe vorhin angetäuscht, in Communications reinzugehen und da stand Nekio neben Communications und dann zack, ging die Tür zu. Ja, wahrscheinlich. Beide Sachen, ich war gerade in Admin. Die Stimme aus dem Jenseits. Jedenfalls war ich gerade an den Kameras. Ich habe zwar nicht gesehen, ob Nekio Mana getötet hat, aber ich habe gesehen, wie er halt direkt hingelaufen ist. Was? Deswegen würde ich einfach. Ey! Hör auf! Spoiler Alert! Deswegen fühle ich. Deswegen. Und meine dritte Vermutung ist, weil Nekio direkt nachdem Mac rausgevotet ist, ja gesagt hat, obwohl ja, weil angezeigt wird, dass das Imposter ist. Doch, weißt du warum? Nein. Weißt du warum? Weil, wenn Magpie nicht der Imposter gewesen wäre, dann hätten wir verloren. Weil, wenn zwei Imposter und zwei Crewmates noch da sind, dann haben die Imposter gewonnen. Das sind die aber nicht, weil Magpie logischerweise rausgevotet worden ist. Ja, und da aber wenn wir den falschen. Und du da. Nee, ich müsste es hundertprozentig Nekio, du brauchst mich gar nicht. Nee.
Hundertprozentig. Ah, immer meine Popper-Kollegen. Dieses Mal nicht. Sehr gut, sehr gut, Leute, dieses sehr gut. Mal nicht. Sehr gut gemacht, gut gemacht, sehr gut. Meine Popper-Kollegen verkacken immer am Anfang. Ich kann ja nichts dafür, dass sie einfach mich voten, weil sie mich alle hassen. Die hatten nicht mal einen Beweis, dass ich es war. Ja, ich vote die jetzt einfach. Und ich habe mich so gefreut auf die Runde. Danke, Leute, danke. Ja, da dachte ich mir endlich mal, ich und MacPie zusammen, Impostor. Weil sie hatte ja auch gedacht, es wäre mal richtig. Also, sie will mal mit mir Imposter sein, weil ich meistens gewinne. Ja, das ist blöd in Perfektion. Ich habe bis jetzt auch immer gewonnen, außer jetzt, weil die Leute mich ja anfangen zu hassen. Jetzt killt die ganze Linie und dachte, ich war ja am Anfang tot worden. Das muss ich gerade schön die Detektivmusik von Detektiv Conan einfügen können. Das ist wirklich AK5734. Das klingt schon so nach einem richtigen Hackernamen. Aber wir hatten eben einen. Warst du da schon bei? Nee, aber ich hab's im Stream gesehen. Also. Ah, okay. Ja. Na komm, machen wir mal wieder. Ein Freund von mir hat mal so ein Mod-Menü gefunden, was funktioniert hat. Und hat da gefühlt alle in der Lobby getötet. Dann habe ich gesagt, er soll es nicht machen und er hat aufgehört. Basti ist es. Er lächelt so. Okay, wir voten Basti. Ja, finde ich auch. Mache ich jetzt auch nicht. Okay. Sag mal, wie geht denn dieses WLAN-Ding? Wie das, was man so runter machen muss? Steht oben in so einem kleinen Feld, dass du da 60 Sekunden warten musst. Achso, okay. Ich verstehe ehrlich gesagt zwei Spiele. Da stand ich am Anfang auch davor und habe überlegt, okay, verdammt. Was wir jetzt machen. Also zwei, drei Aufgaben checke ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber um zum Thema, ich habe Mana und MacPie hochlaufen, sind das Alarmkram, deswegen würde ich sie eher ausschließen. Also, ich dachte eigentlich, ich war hier Reaktor fixen und ich dachte mir, MacPie, oh Gott, ich bin tot, aber Gott sei Dank. Vielleicht kannst du sie ja noch Clear-Cool holen. Ich hab keine Ahnung. Ich kann nur skippen. Es gibt auch. Also wie gesagt, MacPie und Mana sind auch oben links gelaufen, als der Alarm kam. Deswegen würde ich sie tendenziell ausschließen, weil sie jetzt nicht um den Alarm gekümmert haben, wisst ihr? Der Nekio war auch oben an der Wand gestanden. Ich glaube, das war ein Kabel für mich. Ich kam grad von oben links und hab gesehen, dass ich halt von zwei Leuten verfolgt werde. Ich dachte, okay, dann gehst du nach oben rechts, mit dem Alarm zu fixen. Und dann war das schon vorbei, als ich oben rechts ankam. Genau in dem Moment hing mein Tablet. Da war Nikio weg. Also Schnuffi stand eine Zeit lang einfach nur vorne rum die ganze Zeit. Ja, also ich habe Schnuffi auch ziemlich viel rumstehen sehen. Chat. Also ich habe jetzt geskippt einfach erstmal. Ja, ich auch hier. Ja. Ich nett dich getötet. Schnuffi ist irgendwie auf die Sieben. Thank you.
Okay, ich habe bei Vitals geguckt. Schnuffi ist tot. AK-5734 ist am Licht vorbeigelaufen. Könnte sein, dass er es ist, aber es könnte auch Falco sein. Wie, was? Ich könnte das sein? Wie kommst du jetzt auf mich? Weil Schnuffi dich verdächtig hat. Aber da bin ich mir auch nicht wirklich sicher. Ich war ganz oben rechts, ich war gerade mit dem Labor fertig und habe versucht, in die Tür reinzukommen, weil dann Aufgabe auf mich wartet und ich darum nicht rein kann. So. Okay. Ich war da komplett alleine. Ich hab nur. Das Ding ist halt, Schnuffi war eben noch bei mir bei diesen Karten durch die Ding, keine Ahnung. Ja, bei mir war keine Sau. Also. Naja, und dann ging das Licht aus und dann war da noch jemand, aber ich hab's nicht gesehen, weil ich nämlich Richtung Licht geschlagen habe. Also alle, die bei mir in der Nähe waren, sind tot. Also, wo ich aber halt war. Okay, das war jetzt mal ein Geständnis, ja. Ich würde eigentlich Magpie ausschließen, weil sie hätte mich eigentlich mehrfach töten können. Pass auf. Ich würde wirklich sagen blau. Also, darf ich mal sagen, erstmal Nico reportet, dann hat er direkt angefangen, irgendwas rauszuhauen an Vermutungen und so weiter und dann deckt auch noch Magpie. Das ist sowas von verdächtig und so typisch für Nico. Ich könnte mir vorstellen, dass es Nico und Magpie wieder sind. Auf jeden Fall würde ich sagen Nico. Blau ist daran an dem Tatort vorbeigelaufen. Also er ist auch nicht zum Lichtfixen gegangen, er ist an dem Ausgang vorbeigelaufen. Nico hat geportet und hat direkt angefangen was zu sagen und wo Magpie ist, sind überall Leichen. Ich kann euch sagen, wo ich langgelaufen bin. Naja, und wo Magpie sind überall Leichen. Jetzt kombiniert mal ganz kurz schnell auf. Nein. Ich bin überall bin. Die Leute, die waren bei mir mal. Also Bastian war mal bei mir, Mana war mal eine Zeit lang bei mir, da habe ich erst gedacht, ja okay, weil er auch wieder so rumgelaufen ist, als ob er es ist. Er hätte die Chance gehabt. Schnuffi war bei mir. Also die drei Leute, wo ich erst dachte, ja okay, ne, die hätten eine Chance gehabt, haben aber nichts getan, wo ich ausschließen schon konnte, sind tot. Und euch anderen habe ich nicht gesehen, außer Nikio einmal. Also. Außerdem hat Blau Self-Report falsch geschrieben, deswegen würde ich ihn voten. was eine Argumentation. Also Blau, also AK war einigermaßen häufig bei mir und ja, aber ansonsten, ich habe ihn irgendwie nie mehr gesehen. Wie gesagt, ich bin nach oben ins Labor, habe dann den ganzen Kram gemacht und so, war unten teilweise und ja, zum Schluss war ich halt letzte halbe Minute oben rechts unterwegs und ja, also ich habe niemanden bei mir gesehen. Ansonsten würde ich noch Sven in Verdacht nehmen. Nee, Sven würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt Der Schnuffi war ja bei, mit mir an dem Kartending und dann bin ich direkt als Lichtblauer zu ihr halt hoch. Naja, sie kann sich ja jetzt nicht mehr verteidigen, ne? Ja, oder? Ist mir klar, aber es war, wie gesagt, ein Zweiter mit dabei, als das Licht ausging. Ich habe ihn aber nicht sehen können, weil eben das Licht aus war. Ja, vielleicht war es ja der andere Imposter. Ja, das weiß ich hier nicht. Das ist ja das... Ich hab keine Ahnung. Moment mal! Magpie und Sven, ihr habt euch wieder lieb, ich merke schon. Was einen müssen wir voten langsam? Wir müssen jemanden voten, weil ich habe jetzt noch schnell den Emergency-Button gedrückt, nicht um zu schreien, dass dieses Video von Raid Shadow Legends gesponsert ist. Oh, Junge. Das mache ich manchmal in Public-Lobbys, aber wir müssen jemanden voten und nicht skippen. Ja, ich tippe nur noch auf dich. Okay, es ist Falco. Also, direkt mich... Ich habe Falco nicht gesehen und direkt auf mich gehen, ich wollte ihn. Ja, das liegt daran, ich habe das ja eben haarklein erzählt, warum ich was in Augen auf dich geworfen habe. Also, du bist meine erste Vermutung. Und weil ich jetzt der Kandidat bin, der voll auf dich losgeht, willst du als Imposter mich weghaben? Das Ding ist, ich bin gerade mit Blau eben hochgelaufen. Er hätte mich also zum Licht fixen. Ich weiß halt nicht, wie
Also der Quill Cooldown geht zwar 30 Sekunden, aber ich weiß halt nicht, ob der in dem Moment schon abgelaufen ist. Außerdem, wäre ich Impostor, hätte ich gewartet, bis mein Kill Cooldown abgelaufen wäre und hätte einfach jemanden so lange verfolgt, bis ich ihn gekillt hätte. Das also ich wäre nicht beim Knopf geblieben. Das stimmt, aber vielleicht machst du jetzt genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich getan hättest, um uns zu verwirren. Nee, also. Ich trau mir was zu, du bist ein Schatz. Du bist ein Fake, ja. Bei Nikio ist es ja meistens wenigstens so, dass wenn er es ist, dass er halt wirklich mit den Türen spielt, mit dem Licht spielt. Hier auf der Map spiele ich nicht mit den Türen. Gut zu wissen. Wobei ich habe absolut keinen gesehen und ich denke mal, wenn Nikio in dem Moment, wo er bei mir war, mich töten hätte können, hätte das getan. Ich sage, du bist meine zweite Vermutung. Du bist meine zweite Vermutung, ja, deswegen. Außerdem würde es mir ja überhaupt nichts bringen, jetzt den Emergency zu drücken, weil dann würde ich nur gefährden, dass ich gewinne und ich würde es einfach viel einfacher haben. Das kann natürlich auch eine Masche sein, war? Weil, weil wir wissen alle, wie ausgefuchst Nick Hughes sein kann. Eben. Ja, aber es würde mir nichts bringen. Also, ab dem Moment hätte ich einfach... Okay, ich denke mal, Falco und Nico haben sich sowieso gegenseitig gewotet. Ja, wir können Brasilien einen von den beiden voten, damit der rausfliegt. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, blau vote, der votet mich und einer skippt. Das bringt ja nichts. Also so gesehen können wir ja nur Nico oder Falco voten. Wieso hat Nico mich? Mach nicht die falsche Wahl. Ich vote jetzt einfach mal aus Prinzip Nico, weil ich glaube nämlich okay, nicht, dass das wieder so eine ausgefüllte Masche ist. Sven und Falco. Ich hab Falco gewotet. Sven und Falco. Wie du hast mich gewotet? Hast du einen Schlag weg? Hallo? Sag mal, seid ihr... Ey. Oder... Oh, das gibt's nicht. Ey, ich hätte Sven 100%, ich hätte Sven ausgeschlossen und ich hätte... Magpie hätte ich, glaube ich, jetzt ausgeschlossen, wo sie sagt, okay, das könnte auch eine Masche sein. Da habe ich gesagt, okay, Magpie intelligent, das glaube ich dann eher nicht, dass du das bist. Aber du hättest du nicht direkt auf mich gewotet. Aber ich hätte wirklich fast drauf wetten können, dass Nico es ist und danach hätte ich auf AK getippt, wenn überhaupt. Also, aber Sven hätte ich jetzt überhaupt nicht im Blick. Oh, Mann! Sven hatte ich gar nicht im Blick. Ey... Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Zelda! Geh mit der Maus. Achso. Da merkt man auch, wie leicht sich Leute bestechen lassen. Also die zwei Imposter haben sich jetzt gedacht, ach, wenn die zwei sich gegenseitig wurden, dann wurden oder die... nicht unbedingt bestechen. Also du warst aber auch sicher, dass Falco ist, ne? Ja, da war er. Was? Nicky ist tot. Gleich mal den gefährlichsten Spieler rausgekommen, ja. Also, Falco habe ich gerade ganz kurz, ist gerade ganz kurz an mir vorbeigelaufen. Ich habe Aufgaben gesucht, die kam aus dem Labor. Ich kam aus dem Labor und habe neue Aufgaben gesucht, vor dem gerade links und so. Ich war gerade. Ja, und weil. Unten links, glaube ich, oder unten in der Mitte? Unten links, genau. Ich war der Einzige, der an der Stelle. Ich war oben rechts und hab das komische Ding mit dieser Rakete da gemacht. Da war ich aber gerade.
Da, wo man klicken muss. Und dann bin ich nach unten gelaufen. Warte mal, welche Rakete? Was hast du genau gemacht? Oben, das direkt fast am Anfang, könnte man sagen. Da muss man halt ja bei dieser Rakete immer an die Ecken klicken. Ja. Das ist so, halt so eine Art Laserbohrer. Das ist keine Rakete. Ja. Deswegen war ich gerade überlegen, welche Rakete. Welche Aufgabe ich auch total blöd finde, ist mit diesen Antennen, mit diesen Gegenpinnen. Ja, das ehrlich gesagt, das sind drei Aufgaben. Ich weiß, dass sie mit Blau zusammen war. Aber Blau schreibt, ich habe den nicht gesehen. Also ehrlich gesagt, es gibt so zwei Aufgaben, die ich nicht checke, oder andere, dass wir den Weg finden. Also die skippe ich dann eigentlich immer, aber wenn das Spiel vorher vorbei ist. Ja, toll. Aber bis jetzt hat es nichts geschadet. Also dann gehe ich halt anderen Aufgaben nach, die ich dann eher in meinen Schädel reinkriege. Du musst alle Aufgaben machen, sonst gewinnt der Imposter ja. Das ist richtig. Wie mache ich das mit dem Weg finden zum Beispiel? Diesen... Du hältst... Im Labyrinth, da musst du einfach diesen gelben Punkt oben, der oben links immer auftaucht, durch das Labyrinth eben an das Ende bringen. Ich weiß nicht, was das ist, eine orange Rohr oder was das halt so ist. Da gibt es noch diese Antennen, was muss ich da machen? Das ist genau das. Ach so. Da musst du den Weg nachziehen, irgendwie den Weg ziehen, und durfst irgendwie nicht gegen eine Wand oder in eine Sackgasse reingehen. Ach so. So ein Labyrinth, wo du dich durchfuchst. So heißt er dazu nach dem Motto. Ja, genau. Ja, gut, also. Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich kann nur skippen, weil ich hab nur Falco gesehen in Midway. Ich hab auch keine Ahnung, ich würde auch skippen. Schnuppi meint, der Einzige auf Dava war Blau. War Blau, ja, und Blau sagt, er hätte den nicht gesehen. Hm. Na, ich hab auch erstmal geskippt. Ja, ich auch. Blau. Der erste Runde ist halt immer schwierig, ne? Blau oder schwierig? Keine Ahnung, ein von beiden, obwohl ich jetzt noch verdächtig bin. Oh, Schnuffi hat Blau gewählt. Ich hab keine Ahnung. Aber sie hat ja nicht gesagt, dass es direkt gesehen wird, Schnuffi, ne? Joach, der Sven ist wohl tot, was? Ich hab in der Kamera, ich weiß nicht genau, wo die Leiche lag, aber da habe ich die Leiche gesehen, hab gesehen, wie Mana vorbeigelaufen ist. Ja, da würde ich mal sagen, Mana ist es. Ja, und ich würde Sven ausschließen, der war... Sven ist tot. Sven war schon, Basti meine ich schon. Jetzt mach mich nicht, mach mich keinen im Kopf. Nee, ich würde Basti ausschließen. Ich würde Basti... Bei dem Licht war ich gar nicht. Du, doch, da lag nämlich eine Leiche und ich habe in der Kamera gesehen und bin einfach dran vorbeigelaufen.
Also ich würde auf jeden Fall schon mal Basti erschließen. Also er war die meiste Zeit bei mir und auch alleine und ab in abgeschiedenen Räumen, wo keiner war und er nichts gemacht, obwohl die Grillzeit schon längst. Ich war auch mit Mann alleine, aber wie gesagt, er ist an die Leiche vorbeigelaufen. Und Blau war auch noch bei uns, Falco, ne? Ja, ja. AK war anfangs... Der Chat sagt Falco ist es. Ja, alle gegen Falco, oh, 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 oh. Falco gegen den Rest der Welt. Ja, mindestens, ja, der flache Mann. Nee, aber auf jeden Fall würde ich Basti ausschließen. Blau, also AK war auch die ganze Zeit bei uns, ist dann aber irgendwann abgehauen, als ich bei dieser Eisdrüse da jetzt war. Da wo Basti auch kurz war, unten in der Mitte war, also zwei schon. Leute, ich hab... So, wer denn Mana an der Leiche vorbeigelaufen? Was war denn die Leiche überhaupt nicht? Wie gesagt, es war ja dann irgendwann das Licht. Die war auf jeden Fall draußen, habe ich sie gesehen auf der Kamera. Und du bist da halt dran vorbeigelaufen. Also die Leiche war draußen und wo war ich? War ich drinnen oder war Nein, auch draußen. Du bist an der Leiche vorbeigelaufen. Ich hab die nicht gesehen. Also, wie gesagt, ich war ja. Wie gesagt, du warst ja eine ganze Zeit bei mir. Ich würde echt sagen, eben. Das ist und da habe ich noch schon gedacht, okay, aber du bist, wie gesagt, ich habe auf der Kamera gesehen und bist an einer Leiche vorbeigelaufen. Ich würde eher sagen, du bist jetzt der Imposter. Und nein, ich kann über die Kamera keinen töten. Ja, das ist richtig. Ja. Also, Merkmal, was sagst du? Ich habe Mana gebotet. Ja, dann schließe ich lieber an. Weil man kann die Leichen übersehen. Platsch. Achso, ich dachte, das hängt nur bei mir. Ah, jetzt geht cool. Sven ist rausgeflogen. Ja, ich bin rausgeflogen. Ich war gerade noch mit Download beschäftigt. Also. Blau ist es. Weil ich war bei dir, Falco. Dann muss es blau gewesen sein. Ich weiß, ich gehe auch vor mit dir. Also. Ich hatte ihn vorher schon gesehen, wir waren die ganze Zeit aufeinander, ich war mit Downloads beschäftigt, du gehst nach rechts, wolltest zum Alarm gehen und hast die Leiche wohl entdeckt. Jupp. Er hat sich selbst reportet, er hat es eingesehen, okay. Ja, bei drei Leuten, da hat er auch nicht die Chance an. Nee, eben. Nice. Endlich haben die Imposter nicht gewonnen. Mana. Blau war der erste, Mana war der, also Lila war der erste und Blau der zweite. Ich hab dich vor der ersten. Ich hab mir so gedacht, töte ich Mackie nicht, aber ich hab's dann sein lassen. Alter. Hättest du es mal gemacht. Eichelkäse. Ja, ich hab ihn gerade schon gebannt. Ich glaube, du solltest mal dein Dödel waschen, wenn du Eichelkäse hast. Aber ich glaube ja nicht. Ich mir gerade auch niemand. Es war halt wirklich offensichtlich, dass es blau ist. Doch ganz am Ende. Ja, ganz am Ende hat man. Das hätte ich besser gewusst. Ich weiß nicht, auf jeden Fall weiß ich, habe ich gesehen. Blau ist allein mit jemandem in Elektrik, selbst du mich fix. Mach mal fix die Tür zu.
Also ich konnte auch erst nicht reporten. Und dann habe ich nämlich auf dem Weg nach raus wieder noch eine Leiche gesehen. Hätte mir gedacht. Schatz, wenn du das machst, da kannst du auch, kannst was anderes machen währenddessen, während das läuft. Oh, okay. Okay, gut zu wissen, danke. Also, Basti lag unten bei Atmen. Ich habe auch bei, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, dieses Ding, wo du siehst, ob Leute leben oder tot sind. Mhm. Jedenfalls an Bastis Reaktion und an dem Vital war's, habe ich gesehen, dass Basti tot ist. Und sagt mir mal, wenn ihr die Schlüsseltaste ganz oben habt, also da, wo man startet, also wo, bei welchen wart ihr? Also welchen Schlüssel hattet ihr? Direkt da in dem Raum, wo man startet, meinst ja. du? Das, wo man dieses schwarze Zeug. Schlüssel, nur das Problem ist, diese Schlüsseltask hatten wir am Anfang nicht. Okay, nicht alle haben die Task, aber wer sie hatte, soll mal sagen, welchen Schlüssel sie hatten. So Schlüssel? Nee. Halt, das sind ganz viele verschiedene Schlüssellöcher und, welches hattest du? Ich hatte die Task nicht, deswegen habe ich ja gesagt, die ist nicht da gewesen. Also wenn du das meinst, wo man in dem Raum startet, hatte ich das, was, wenn man davor steht, links, das mit diesem so kleinen Flugzeug, wo man die Linie nach... Rakete, die du mit Zickzack durchfliegen musst. Genau. Ja. Ich habe das Gefühl, dass einer von euch lügt, aber ich kann nicht sagen, wer. Weil ansonsten wären es ein bisschen viele, die Task nicht haben, aber es könnte auch sein, dass ich einfach... Okay, jetzt sind es wirklich viele, die Task nicht machen. Jetzt sind wir... insgesamt 4. Ja, Leute, aber, ihr müsst die auch machen, sonst gewinnen wir nicht. Ja, okay. Weil, ich hab da so einen Trick. So einen Profi-Trick. Das Ding, den hab ich herausgefunden. Ich ja. Richtig, ja. Das Ding ist aber, ich weiß aus anderen Leuten Stream oder YouTube-Videos, dass diese Schlüsseltaste im Normalfall dann jeder hat. Okay, dann hat es keiner. Was? Okay, dann hat es keiner. Ja, deswegen verstehe ich deine Frage nicht, warum nach der Schule. Ja, also, dass dann, also wenn ich einer glaube, sie hat, keiner sie hat, dass EQ oder Imposter ist. Also, wenn einer sie hat, also, wenn keiner sie hat, dann. Das dann wirklich. Ja, mein, also, meines Wissens hat die normalerweise, wenn die einer hat, hat die dann jeder. Also, nur weil ich jetzt schon lange. Ja, aber es war ein verschmitztes Lachen. Was war also, Niku hätte ja auch mich töten gibt. Können. Ich stand ja nah an das Ding, wo Basti sagt, ich muss da nicht stehen bleiben. Da stand ich ja die ganze Zeit und er ist an mir vorbeigelaufen. Mhm. Das wäre ja eine perfekte Chance gewesen, weil da war ja in dem Moment keiner. Ich verstehe halt die Frage nach dem Schlüsseltast nicht, weil meines Wissens eigentlich, hat das automatisch jeder, sobald es einer hat. MacPie, das heißt, ich hatte. Das Ding, wo jeder machen muss. Ich hatte dich ja gesehen, wo du bei dem Scan warst. Wo bist du danach hingelaufen? Ich war in dem Raum, dann bin ich nach unten.
Und das kann Schnuffi auch bezeugen, weil ich war mit ihr zusammen in dieser Schleuse. Nach unten da, wo man auch diese Task hat, wo man Sachen in diesen Koffer legen muss. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nach unten in die Richtung. Also ich würde auf jeden Fall nur geblauscht. Ich würde jetzt Magpie und Schnuffi ins Auge nehmen, weil da unten habe ich die Leiche gefunden. Nee, ich war ja noch nicht da unten. Wir waren ja in der Schleuse drin und die Türen brauchen ja so lange. Und dann hat ja jemand, hast du ja reportet. Okay, dann muss da jemand in die Richtung gewesen sein. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nur höchstens dunkelblau ausschließen. Er war eine ganze Weile lang hinter mir und in einem Raum bei Schleusen und so, bis wir uns da getrennt haben. Bei mir am Müll rauswerfen war nämlich auch gerade blau. Ist er denn, irgendjemand muss sich zu zweit decken. Aber ich weiß nicht, wer. Keine Ahnung, ich habe nur eigentlich schon die AK gesehen. Okay. Der war eine ganze Zeit lang bei mir und ist dann irgendwann, sind mit unsere Wege haben sich dann getrennt und dann, keine Ahnung, dann irgendwann später kam halt der Notruf hier. Also, weiß nicht, was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch keine Ahnung. Ich könnte jetzt nur AK ausschließen, also zumindest wenn der jetzt nichts gemacht hat. Okay. Magpie in Cafeteria. Ich schätze mal, Sven ist auf jeden Fall safe. Ich habe gesehen, dass er die Task gemacht hat mit den Meteoriten und da sieht man auch so ein Ding schießen. Und das habe ich gesehen, das heißt, Sven ist hundertprozentig safe. Und okay. Ich bin auch ein bisschen mit Sven runtergelaufen. Ja, Nikio ist mir bis zum dem Müll rauswerfen. Ja. Also Anfang hätte ich gesagt, dass Magpie safe wäre, weil ich sie die ganze Zeit anfangs bei mir gesehen habe, aber dann halt irgendwann nicht mehr, also... Also ich würde schätzen, es ist blau. Also zuerst. Nee, das kann nicht sein. Er hat mich erst unter, hat mich fast die ganze Zeit nur begleitet. Wo warst du, Falco? Wo warst du? Ja, oben rechts, eben da bei den Richtung Labor wollte ich gerade laufen. Wo warst du, Schnuffi? Ich schreibe gerade, ich bin hinterher, ob ich mit Mac vorhin war. Okay, dann schätze ich mal, es ist blau, weil. Und von wo kamst du? Also wo hast du angefangen? Also ich kam von links rein, weil ich habe gesehen, Sven war safe. Dann dachte ich mir, okay, ja, das ist eine wichtige Information. Ich sollte jetzt nicht sterben. Ich laufe mal zu Vitekills, guck, ob jemand tot ist. Dann lag der Mac. Okay. Oder ist das Falco? Das könnte natürlich auch sein, weil ich schätze mal, der Kill ist schon, also nicht so lange her, aber was halt in der Nähe. Aber trotzdem würde ich... Also wie gesagt, Anfang letzter Runde hätte ich... AK kann ich aber auch ausschließen, weil beim letzten Mal Report, da war der nämlich auch mit mir da unten in dem Eck da bei dem Müll rauswerfen. Ja, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, da vorhin Runde... Dann hätte er mir die eigentlich töten können. Dann könnte es eigentlich Schnuffi und Falco sein. Also wie gesagt, in der vorigen Runde hätte ich 100% AK ausgeschlossen, weil er fast die ganze Zeit bei mir war und irgendwann abgehauen ist. Und jetzt in dieser Runde hätte ich Magpie ausgeschlossen, weil ich das ähnliche hatte. Da war es auch bei mir irgendwo in der Ecke und teilweise in der Mitte. Ich glaube, es ist tatsächlich Schnuffi, weil sie gerade auch im Chat geschrieben hat, von wegen, sie hat jetzt einfach blau gewotet. Also ich vote jetzt Schnuffi.
Oh, ich hab schon wieder keine Ahnung, Mann. Vote Schnuffi. Ja, okay. Kannst zwar bei mir keine Begründung, aber. Ja, weil du eine Frau bist, so. Hallo? Und ihr habt verloren. Komm, mach mal sowas, da fliegst du raus. Alles gut. Falco und AK, es ist nicht ey. Mann, also, dann Falco, der hat sich in dem Moment getötet, wo Nikio kam. Eine Sekunde früher, Nikio hätte das gesehen. Ja, das war das Problem. Verdammt, da haben wir haben wieder unglücklich genau die falsche Person gevotet. Von dreien. Mhm. Die falsche. Ja. Ah, das ist ärgerlich, das ist sehr ärgerlich. Oh, ich dachte schon so, fuck, weil ich hab weg. Mache, danach bin ich dann verschwunden. Deswegen, ich habe noch umgelegt hier und dann auf einmal kurz Zeit später kam der Reporter, ich denke so, fuck, ey. Und AK war ja noch ein Gefühl, ein Meter daneben, hat das Ganze angesehen, wenn ich weglief. Da haben wir gedacht, jetzt wird es wieder knapp. Okay. Ich war gerade das Dings hier fixen. Das Dings? Ja, weiß ich nicht, wie das Ding heißt, aber wo man seine Hand drauflegen muss, Mann. Ach so. Das Dings. Ja, bei Reactor Fix. Du warst auf der linken Seite, stimmt's? Ja. Ja, gut, ich war mit Niki auf und der rechten. Da habe ich gerade auch. Lila ist Saf, sagt Blau. Hm? Sagt Blau. Warum? Also ich war unten rechts unterwegs und wollte gerade nach links in die Richtung, also keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Sau gesehen, also ich war komplett alleine. Deswegen, ich müsste wieder skippen. Wart noch mal, weil... Ja, was soll er denn gesehen haben? Ich auch nicht. Wir wissen ja noch nicht mal, warum Mana jetzt verdächtig ist und wo der Körper überhaupt lag, oder die Leiche. Wo jetzt reportet wurde, Nikio, ich war ja oben bei dir beim Reaktor fixen. Mhm. Ich hab den in der Nähe gesehen. Wen? Mich? Nein, sag Blau. Wo? Ja. In der. Ja, aber dann ist die Frage, wo in der Nähe? Und was? Weil das könnte ja eigentlich überall sein. Ja, der Mann hat. Eben einmal bei mir, da hätte er mich auch umbringen. Also bei mir war wirklich, bei mir war keine einzige, also ich kann nichts sagen, also müsst ihr sagen. Also Schnuffi war ganz kurz bei mir tatsächlich, bei dem, wo wir die Hand aufnehmen müssen. Ich weiß nicht, direkt, keine Ahnung. Also Schnuffi also war bei dir und auch kurz in dem Moment hoch, aber dann war es dann schon wieder gefixt. Wir waren da nicht mit dabei. War in der Flur? Keine Ahnung. Okay, aber ich skippe, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keinen Grund, Mana zu voten, weil es keine eindeutigen Beweise gibt. Ja, und ich habe okay. Ich hab niemanden gesehen, die ganze Zeit schon nicht.
Immer wenn ich zu Vitakills renne, dann wird ein Buddy reported. Und ich meine kein Buddy, sondern Body. Oh, Schnuffi hat Falco gesehen. Nein, hat, ja. sie hat sie nicht, das ist Quatsch. Okay, Falco. Nee, das ist Quatsch. Glaubt der Frau kein Wort, sie hat schon ein paar Mal geflunkert. Das ist Quatsch, ich bin nicht der Judas. Okay, Falco. Nein, das ist Quatsch, nein. Das ist Quatsch. Du hast keine bessere Ausrede? Nee. Was ist denn passiert? Was ist passiert? Also Falco, sag erstmal, was passiert ist. Ja, ich habe auf jeden Fall Basti getötet und dann bin ich weggelaufen und Schnuffi hat mich gesehen. Ach so, ja, das ergibt Sinn. Ja, ich wollte das erst noch vorher machen, aber dann warst du. Okay. Ja, ich wollte das erst vorher machen. Dann... Warte doch mal, du hast Basti getötet, dann bist du weggelaufen und Schnuffi hat mich gesehen. Ja, ich hab Basti nicht umgebracht, dann bin ich weggelaufen, Stoffi hat mich gesehen und ja, Nico war auch in der Nähe und ein paar Mal zuvor. Ja, das. Die Dinge fügen sich alle so langsam zusammen. Ja, genau, also Stoffi 100%, Stoffi safe, so. Der Fall ist eindeutig. Ja, Stoffi war es 100%. Ich hab keine Ahnung. Nein, das war Stoffi, ich sag's mal, Stoffi 100%, also. Aua. Ich hab heute echt kein Glück und dann... Kommt noch Pech dazu. Mein Gott, ey. Erst von MacPay bestimmt, dann von Schnuffi. Die beiden Frauen, das ist heute echt das Karma. Ich kann mit Frauen, ich merke das schon. Ich hab Mana gesehen, er ist gewendet vor meinen Augen und außerdem war hinter ihm der tote Körper. Mana ist gewendet. Ich vote ihn.
Also Mana ist direkt vor meinen Augen gewendet. Hinter ihm war der Körper. Und ja. Hinter ihm war blau. Also Mana? Also ich wende grundsätzlich nicht, weil ich dann immer auf die Post-Button komme, wenn ich kurz da bin. Wenn man so lachen muss. Ja. Dann ist man schon verdächtig. Mhm. Schon wieder ein Fall gelöst. Das immer ich als sofort verdächtig werde. Ich meine, die Musik doch dazu kommt, der kann da nicht lachen. Falco muss ja richtig gewesen sein, weil ansonsten hätten wir jetzt schon verloren. Und, ja. Ja, Falco war auf jeden Fall richtig, denke ich mal. Ja, ja, ich war es auf jeden Fall. Ich hab's ja schon zugegeben, so, ne? Du musst bitte voten. Nee, Kieran, du bist auf jeden Fall. Jetzt. Für nur 1 Euro die Stunde. Alter! Okay, ich war's. 1 Euro. Also, aber dann bist du ein sehr, sehr günstiger Detektiv, Nikio. Das muss ich dir schon lassen, ja? Ich hasse euch alle. So. So, würde ich glaube ich ja sagen. Habt ihr noch Lust? Ja. Wir haben nur eine Runde. Eine Runde? Eine Runde. Eine Runde soll ich sein. Ich will einmal Imposter sein. Eine finale Runde. Und wenn ich Spaghetti esse, dann bin ich Imposter. Ja. Imposter. Ey, ich bin hier für die schlechten Sprüche zuständig. Ich wollte gerade tatsächlich sagen, eigentlich ist es Falkus Part. Halt, das ist bei mir Familientradition. Halt, stopp. Da bleibt alles so, wie es hier ist. Ob du hier bist und nicht. Also, und hier wird auch nichts dran rütteln. Also ich bin aber jetzt raus, dein Ohr. Bis dann. Hat Spaß gemacht, ne? Ja. Tschö. Mach's gut. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. Ciao. Okay. Und es geht los. Warte, hat er schon verlassen? Weiß ich nicht. Ja, er ist schon raus. Der Schlüssel war schwarz. Das heißt maximal pigmentiert. Jeder der Schlüssel Alter. Ist schwarz. Also den Schlüssel gefragt eben. Die hellen drücken. Nee, das Müllding ging nicht bei mir. Ah! So, ich hab's zwar keinen Töten sehen, aber ich hab links vom Office die Leiche gesehen. Da ist Sven schnurstracks dran vorbeigelatscht. Okay, außerdem, welche Schlüssel hattet ihr? Den schwarzen, unten links das zweite. Bei. Okay. Was? Links unten der zweite von unten und ja, der schwarze halt. Ne? Okay, das kommt hin. Ich hab ja gesagt, der maximal pigmentierte. Ganz, ganz schlechtes Thema auf YouTube. Ja, aber gut, ich kam, wie gesagt, rechts vom Office da, von der Mitte da.
hab da auch gerade das mit der Kreditkarte da gemacht, lief nach links, wurde dann nach oben, Sven ist dran vorbeigelatscht, dann habe ich das reportet. Okay. Bei mir war da niemand. Also Mac habe ich da noch stehen sehen, aber ich, keine Ahnung. Ja, du hast sie stehen sehen, bevor als ich hochgelaufen bin. Als ich hochgelaufen bin, stand sie da noch. Ja, noch, dann hast du sie gekillt wahrscheinlich. Also ich habe dich nicht killen sehen, das nicht, aber ich habe gesehen, wie du dran vorbeigelatscht bist. Wie gesagt, bei mir stand sie da noch. Keine Ahnung. Ich habe leider keinen gesehen. Also, Ich bin hochgelaufen und dann war da oben Blau und noch irgendjemand an dieser Antenne oder was. Keine Ahnung. For Storage. Ich glaube, es kann sogar nur ein Imposter sein, weil ich glaube, es braucht mindestens 8 Leute, damit es 2 Imposter sein können. Gönnst du dir gerade Kekse? Ich bin tot. Gib mir was ab. Ja, ist auch Sven, weil das Einzige ist, was Sinn ergibt. Ich weiß es halt nicht. Bei mir stand sie noch da, deswegen. Ich habe keine Ahnung. Die gönnt sich gerade Kekse. Ich will auch. Ich kann nur skippen, bei mir stand sie dran. Als ich vorbeigelaufen bin. Ich weiß es wirklich nicht. Schnuffi schreibt, vielleicht hat das Sven gebackt. Daneben war aber so ein blödes Loch, ne? Also, vielleicht ist der ja dann da reingekommen, derjenige. Aber als ich vorbeigelaufen bin, stand Mac noch da. Keine Ahnung. Und Schnuffi meinte eben, dass er vielleicht bei dir gebackt hat, aber ich kann ja nur das sagen, was ich gesehen habe. Ja, Mac stand ja da, weil sie Kekse gegessen hat. Okay, das klingt wiederum logisch. Kekse für alle! Ja, Nikio ist safe. Ich kann seine Aufgabe durchs Discord hören. Ja, ich bin gemutet. Bist du nicht? Labor, hier im Office sehe ich gerade. Ich kam gerade aus dem Labor, bin im Office, wollte eine Aufgabe machen und habe da jemanden gesehen. Na toll. Da habe ich einmal jemanden, der mich approven kann. Direkt wird er getötet. Aber Blau kann mich noch safe. Also, Blau ist auf jeden Fall safe. Na, ich war beim Office, hier beim Laborator, beim Labor meine ich. Genau, beim Labor, ja, hier Schwäche, hier Sprachschwäche. Nee, war beim Labor, bin dann gerade vorbeigelatscht und hab dann halt oben an der Wand die Leiche gesehen. Okay. Aber da war sonst kein, da war niemand, also ich kann niemanden weg, ich hab niemanden gesehen, der weggelaufen ist oder irgendwie sonst was. Also ich kann nur sagen, wo die Leiche war. Also ich hab, Schnuffi hat das Licht angemacht und Sven und du, Falco, euch hab ich nicht gesehen. Ja, ich kam von unten links, hab das die ganze Zeit mit diesen ganzen Aufgaben gemacht, bin dann halt hoch in die Ecke und ja, dann ins Labor und da habe ich halt die Leiche gesehen. Aber wie gesagt, ich hab aber auf dem Weg dahin niemanden gesehen, also. Ne, ich wollte mich gerade auf dem Weg zum Lightfix machen, hab mein Tablet hintergangen und als es wieder ging, da war wieder Licht an. Da war ich ja im ungefähr, als auf der anderen Seite. Ist denn da oben im Labor, ist da die Möglichkeit zu flüchten? Also diese Bodendinger da? Ich glaube, am Ausgang ist, glaube ich, einer, wenn ich mich alles täusche.
Also wenn du komplett rausgehst, da direkt da an dem Gitter vor die Bohre oder was das sein soll. Okay. Okay, höchst interessant. Ich glaube, der Fall ist schon fast gelöst. Detektiv Nikio. Buchen Sie mich und werden Sie nicht enttäuscht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst um Nikio. Oder eher vor Nikio. Also wegen der Vorrunde hätte ich jetzt Sven gesagt, aber jetzt in dieser Runde kann ich niemanden verdächtigen. Ich habe keine Ahnung, ich kann das skippen, ich weiß es nicht. Ich habe halt echt keine Ahnung. Na, es gibt auch mal. Warum bin ich es? Warum? Ja, weil wegen der Vorrunde, da hab ich dich an der Leiche vorbeilatschen gesehen. Aber Schnüffi meint auch, dass du vielleicht einen Bug hast. Wer weiß, ich hab einfach mal geskippt, okay. Ausnahmsweise. Ja, wie aber gesagt, bei mir stand sie halt da, deswegen. Ich keine Ahnung. So. Jetzt nochmal in die Richtung latschen, ey. Wir müssen jemanden voten, ansonsten haben wir verloren. Also bei 7 Impostern sind noch 2 Imposter möglich, deswegen müssen es noch 2 da sein. Deswegen, also ich würde sogar, also wenn, ich würde wirklich denken, wenn, aber wenn es jetzt Falco und Schnuffi ist, dann gehe ich zu euch nach Hause und werfe euch die Scheiben ein. vergesst das einfach mal, vergesst es mal. Aber ich würde... Mit Falco gerade Richtung, da wo diese Lavakugel ist, glaube ich, rausgegangen und wollte die Tür aufmachen. Ja, ich wollte Richtung Labor, genau. Wir wollten gerade die Tür öffnen, hatten sie gerade geöffnet, dann kam diese Emergency-Dings. Das Ding ist allerdings, die Zeit ist noch nicht, ich schätze jetzt mal, dass die Zeit noch nicht verstrichen ist, dass man jemanden hätte töten können. Ja, das sind 30 Sekunden. Ja, so viel, so lange hat das ja nicht gedauert, das war denke, oder? Ja, siehst du dann. Ja. Ich tippe jetzt einfach mal auf Sven wegen der ersten Runde. Ich tippe auf Sven wegen der ersten Runde. Ja, okay. Ich war es zwar nicht, aber. Ich sehe es jetzt schon kommen. Jedes Mal bei so einer Entscheidung wählen wir immer die falsche Person. Von dreien. Dann vote ich mich halt auf. Okay. Wir haben eh verkannt, wahrscheinlich. Ja, ist wahrscheinlich. Geht das noch weiter hier? Ihr habt Glück, eure Scheiben bleiben heile. Jo. Alter. Ich und ich sag doch, dass es Sven war, ne? Ja, Sven ja. War's ja auch. Ja, deswegen, ja. Ich wusste es. So ein Käse. Ja. Aber das war die letzte Runde. Und dann ergibt es auch Sinn, dass Schnuffi am Anfang geschrieben hat, dass Sven vielleicht einen Bug hat. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, wer von den beiden, weil die waren beide da.
Boah, da würde ich aber jetzt, glaube ich, nicht mehr viel Zeit verlieren, weil ich krieg langsam Rückenschmerzen. Und ich krieg langsam Hunger. Ich krieg langsam Hunger, ihr kennt mich ja. Ich will auch Kekse haben. Ich hab selbst gebacken, ne? Ich hab auch noch, ich hab noch eine. Mir ist eben noch aufgefallen, ich habe noch eine ganze dicke Tüte von Bianca selbstgemachten Keksen hier. Stimmt, ich habe auch noch Kekse. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Ja, dann wünsche ich allen anderen noch einen schönen Abend. Mhm. Und jetzt habe ich auch wenigstens die Fehlermeldung gesehen. Ich muss die Bitrate höher stellen an meinem PC ein bisschen. Okay. Aufnehmen. Okay, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Macht's gut. Euch auch, ne? Tschüss. Tschüss.